Pascal, ich habe gehört, Liam Neeson kommt auf Zürich. Zürich Filmfestival, Liam Neeson. Tritt auf, Liam Neeson, weltbekannter Schauspieler, grossartige Stimme, Irländer. Ob er den US-amerikanischen Pass oder das hat, weiss ich nicht. Aber Hammer Schauspieler. Jetzt, wir haben zufälligerweise von ihm ein paar Filme da. Der Film, The Chronicles of Narnia, da spielt er eigentlich nicht wirklich mit. Also er spielt schon mit, aber seine Stimme ist dabei. Und zwar spielt er den Aslan, den Löwe. Empfehlenswert für Kinder wie auch für Erwachsene. Schönes Fantasy-Märchen, tipptopp. Mit dem hat er dann den Eintritt gemacht in die neue Action-Abteilung als Actionheld, neben allen anderen Actionhelden. Ist er aber ein Unikat, und zwar mit 96 Hours. Eine Geschichte, wo er seine Tochter entführt wird und wieder zurückzuholen. Ich wollte nicht zu viel verraten. Sehr viel Action packt, geil, gib ihm. Sollte man gesehen haben. Relativ neu von ihm, nonstop. Er spielt einen Sky Marshal, das ist jemand, der im Flugzeug von A nach B fliegt und schaut, dass es keine Terroristen gibt. Der Film, ich kann nur eins sagen, 5 Minuten vor Schluss weiss man immer noch nicht, wer der Täter ist. Sehr empfehlenswert. Des Weiteren ein absolutes Highlight aus seiner Karriere, The Grey. Ebenfalls amerikanische Produktion. Er spielt in Alaska einen Ölförderungs... wie sagt man denn, einen Jäger, der eigentlich tut, Ölförderung schützen. Es gibt einen Flugzeugabsturz und die Folge sieht man in dem Film. Sehr empfehlenswert. Man weiß am Schluss auch nicht ganz genau. Man kann als kleinen Spoiler noch sagen, man soll vielleicht den Abspann von dem Film fertig schauen, weil dann kommen nochmal 15 Sekunden Szene. Weltbekannt, Schindlers List. Für da hat er eine Academy Award Nomination bekommen. Ich glaube auch eine Emmy Nomination, bin ich nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall, wer das noch nicht gesehen hat, ein grandioses Meisterwerk von Steven Spielberg, Schindlers List mit dem Liam Neeson in der Hauptrolle. Den haben wir selbstverständlich auch noch etwas Lustiges dazu. Und wenn man unbedingt will sehen, wie ein Panzer kann fliegen, in dieser Version haben wir das. Gut, und dann zu guter Letzt natürlich sind wir angekommen beim Christopher Nolan in Batman Begins. Er spielt da am Anfang vom Film, wo man sieht, wie der Batman so zum Batman wird, ne? Spielt er den Lehrer von Batman, also eigentlich ein Ninja. Und wir wissen ja alle, ein Film mit Ninjas. Gibt es etwas Besseres? Nein. Also, zu empfehlen, The Chronicles of Narnia, 96 Hours, Liam Neeson. Da gibt es übrigens auch noch das zweite von Extended Cut, nicht vergessen, haben wir da. Und Nonstop, sowie auch The Grey, Schindlers List, grossartig, A-Team, lustig, Batman Begins. Und nicht zu vergessen, was er natürlich ebenfalls beteiligt war, welchem Mann muss man das erklären? The Qui-Gon in Star Wars Episode 1 and 2 and 3. Und nicht vergessen, den Film im Originalton schauen, weil er hat eine Hammerstimme. Der Synchronsprecher ist sicher auch gut, aber an Liam Neeson, an seine Originalstimme, kommt nicht an.